Mal. Vielen, vielen Dank für 303 Abonnenten. Und wir würden ganz gerne, also ich würde ganz gerne auf ein paar Sachen wieder umstellen, hätte dazu allerdings gerne euer Feedback, wenn ihr das gerne, wenn ihr Feedback hinterlassen möchtet. Ihr habt schon gesehen, Tom Clancy's und auch der Eurotruck Simulator 2 mit dem DLC, was wir spielen, sind Livestream-Aufzeichnungen. Das heißt, die beiden Projekte sind in voller Länge hochgeladen worden, die wir gespielt haben. Da würde ich ganz gerne wieder hin zurück. Das heißt allerdings für euch den Nachteil, weniger Videos pro Tag, dafür aber längere Folgen. Kann auch mal sein, dass am Tag kein Video kommt, aber wir werden versuchen, das Ganze so zu legen, dass jeden Tag ein Video kommt. Feste Upload-Zeiten wird es erstmal nicht geben, weil wir das Ganze erstmal raushauen wollen. Ich habe mich bei vielen Streamern oder Archiv-Channeln habe ich mir das so ein bisschen angeguckt, verfolge die auch schon eine ganze Weile und da habe ich mir auch die eine oder andere Idee, ja, ich sag mal so, abgeguckt oder geklaut, könnte man in dem Fall sagen, oder Inspiration geholt. Ja, ich bin ja ganz ehrlich, hab da so ein bisschen Thief Simulator gespielt und hab die Ideen mitgenommen und bei mir mit ins Projekt mit eingebaut. Ich würde ganz gerne die Folgen wieder in voller Länge hochladen. Außer ihr sagt, nein, pass auf, ich finde das ganz cool, wenn du die Videos halt maximal auf eine Stunde packst oder eine halbe Stunde packst, 20 Minuten packst und die Videos jeden Tag, also direkt hochlädst oder vielleicht auch tagtäglich einplanst, könnten wir natürlich auch machen. Da würde ich euch entgegenkommen, wenn ihr sagt, nee, das war besser, wenn du das auf einzelne Folgen schneidest, wie zum Beispiel hier Minecraft zum Beispiel, FIFA, ja, Train Station, Hardcore, wenn ihr sagt, nee, macht das auf einzelne Folgen bitte. Das ist angenehmer, ne? Dann kann ich jeden Tag was gucken, weil eine Stunde oder zwei Stunden ist mir dann zu lang, dann gucke ich nicht alles. Da würde ich euch entgegenkommen. Ja, also da, um euch da so ein bisschen Feedback auch wieder zurückzugeben. Kommen wir zu dem nächsten Projekt. Wir haben momentan sehr viele Projekte durcheinander. Baldur's Gate ist ja schon eine ganze Weile nicht mehr gelaufen. Allerdings habe ich ab dem 30. Oktober Urlaub und würde dort versuchen, Warcraft 3 und Train Station Renovator durchzuspielen. Das sind bei Train Station insgesamt 9 Karten, also wir haben noch 6 Stück vor uns. Warcraft 3 haben wir jetzt die Blutelfen-Kampagne, danach müsste die Untoten-Kampagne mit Sylvanas kommen und dann müsste, glaube ich, die Rexxar-Kampagne kommen, wenn ich mich nicht irre. Problem ist, dass das Spiel andauernd abstürzt, es nervt einfach. Deswegen, die beiden Sachen würde ich auf jeden Fall durchspielen versuchen im Urlaub und würde dann auf jeden Fall Baldur's Gate für 2 Tage wieder reinnehmen, eventuell auch 4 Tage, da komme ich aber gleich nochmal zu. Jetzt die aktuelle Woche machen wir Stardew Valley Multiplayer, das mache ich mit der Maranuba. Dort werden wir auf jeden Fall das so weit spielen, dass wir im dritten Jahr landen. Das heißt, dass der Opa dann auftaucht und uns das Feedback gibt, wie gut wir oder wie schlecht wir dann waren. Und dann werden wir womöglich auch aufhören, das wissen wir noch nicht ganz, aber wir werden eine zweite Season spielen, sobald das nächste Update von Stardew Valley kommt. Da soll nämlich etwas Größeres wohl kommen. Und dann werden wir auf jeden Fall eine zweite Season spielen und werden dann versuchen, auch ein bisschen besser das Ganze zu machen. Das wird dann auch in meiner Spätschichtwoche aufgenommen. Das heißt, der Slot würde bleiben. Jetzt am Samstag, 28. Oktober, beginnt die FIFA-Challenge, die wir gemacht haben. Also die Modrashi-Challenge, was ich ja mal gesagt habe. Und da habe ich auch das Thumbnail schon fertig. Jetzt muss ich nochmal gucken, wo es ist. Da ist es. Ja, ich habe jetzt das Ganze soweit fertig gemacht und habe da jetzt auch, dass wir das Vorbereitungsturnier haben wir jetzt mit drin. Weil ich habe einen anderen Safe-Game geladen und dann habe ich geguckt, welches Thumbnail ich nehmen kann. Und es waren keine passenden Bilder dabei, nur das, wo sie halt so rüber guckt. Ja, wir spielen mit einer Frau. Sie heißt Clover Smith. Ja, also es ist an die Anlehnung Clover an Payday 2 und an unserem Hasen und Smith an die Anlehnung an Blacksmith von unserem Trainer davor. Deswegen spielen wir in dem Fall eine Trainerin. Das wäre dann das Thumbnail. Das werden wir jeden Samstag machen für 2 Stunden, eventuell auch mehr. Das heißt, wenn ihr Bock habt, dabei zu sein, alles auf Twitch, ja, wenn ihr Lust habt, dann machen wir samstags mit Togo Tom Clancy's Ghost Recon weiter. Das werden wir auf jeden Fall durchspielen, auch wenn wir momentan nicht so davon begeistert sind von dem Spiel. Sonntag wird es dann erstmal World of Warcraft geben, sei es Retail, Hardcore oder auch Leveln ohne Erbstücke. Das wird halt der Sonntagslot bleiben und Minecraft natürlich total planlos, wie immer. Das werden wir dann dementsprechend machen. Montags und Dienstags, also Montags bis Donnerstag, werden wir dann gucken in der Früh- und Nachtschichtwoche. Wenn ich natürlich jetzt Warcraft 3 und Train Station durch habe, kommt auf jeden Fall Baldur's Gate mit rein. Das heißt, der bekommt auf jeden Fall einen 2-Tage-Slot, entweder Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder halt auch 4 Tage. Das weiß ich noch nicht. Projekte, die hinzukommen könnten, da wäre natürlich auch euer Feedback wieder gefragt, worauf ihr momentan ein bisschen mehr Lust habt. Ja, Project Zomboid werden wir auch irgendwann spielen, bevor die Frage kommt. Wäre jetzt Assassin's Creed Brotherhood wieder mit reinzunehmen. Da wollten wir die ganze Assassin's Creed-Reihe durchspielen. Expedition zu Rom, wir müssen noch durchspielen, das wird auch noch eine ganze Weile dauern. Raft ist derzeit in Pause.
Teams auf Amalur werden wir komplett Neustart wagen. Das werde ich dann auch versuchen, komplett durchzuziehen. Monster Crow, ja, hat mir Spaß gemacht, habe ich momentan aber nicht so die Lust zu. Final Fantasy 7 haben wir noch das Yuffie DLC vor uns, das würde ich auch noch ganz gerne durchspielen. Life is Strange 2 Colors müsste ich noch das Death DLC durchspielen, das wird auch nicht allzu lange dauern, denke ich. Bausimulator haben wir noch die USA-Kampagne, so rum, vor uns. Und Crisis Core haben wir noch gar nicht angerührt, deswegen fällt das komplett raus. Und Steel Rising habe ich mal angespielt, müsste ich dann natürlich auch irgendwann machen. Mein Vorschlag wäre, wir spielen Warcraft 3 durch, Train Station durch, Life is Strange durch und das Yuffie DLC. Versuchen wir in den Urlaub durchzuspielen, was natürlich bei der Zeit ein bisschen schwierig wird, aber wir gucken, ob wir da so viele Sachen wie möglich fertig bekommen, damit das auch weg ist. Die Assassin's Creed Reihe würde ich auf jeden Fall auch ganz gerne mitnehmen. Thief Simulator 2 ist übrigens auch beendet. Die Folgen müssten jetzt eigentlich alle... Ich muss mal eben gucken. Ne, die laden noch hoch aktuell. Die müssten auch... Also da sind sie auch fast fertig. Da ist jetzt auch das Update gekommen mit einem Geisterhaus für Halloween. Ob wir das mitnehmen, weiß ich noch nicht. Müsste ich mal schauen, das weiß ich noch nicht. American Truck Simulator hat jetzt ein Event vom 24. Oktober bis 19. November. Da haben wir das Halloween-Event und Euro Truck Simulator hat noch das DLC, was wir uns ein bisschen anschauen müssen. Da werden wir dann natürlich auch reinschauen. Da bin ich gerade dabei, das Event fertig zu machen, damit wir ganz in Ruhe uns das DLC zusammen nochmal anschauen können. Das Ganze war es jetzt erstmal. Wenn ihr Feedback habt, gerne Feedback hinterlassen. Wenn ihr Fragen habt, gerne Fragen. Ansonsten vielen Dank für eure Zeit. Ja, wir sehen und hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.